Namen alias Dr. Elton Kreativ. Und wir befinden uns hier auf meinem Mac in der MySonnet Sticksoftware in der Platinum-Version. Einige von euch, die mit dem Programm starten, sind am Anfang etwas überwältigt und überrascht, wie viele Funktionen die Software eigentlich bietet. Gerade so in Sachen Füllmuster und Co. Ich arbeite seit längerer Zeit mit der englischen Version. Wenn ihr mit Englisch Schwierigkeiten habt, dann schaut euch die Version für Windows an. Die ist ein wenig anders aufgebaut. Wenn ihr Hilfe oder Anleitungen benötigt, dann könnt ihr gerne einen Kurs beim Fadenhexer alias Holger Plichter buchen. Der wird euch dann Stück für Stück durch die Software führen und kann euch dann alle eure Fragen beantworten. Ja, wie gesagt, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet und wir wollen uns heute mal mit den Musterfüllungen beschäftigen. Wir werden das Thema auch nur anreißen, weil wir sonst wirklich hier den Rahmen sprengen. Und ich möchte euch mal zeigen, welche Möglichkeiten die Software so bietet. Starten wir am Anfang mal mit einer Standardmusterfüllung. Die findet ihr hier unter Pattern füllen. Braucht ihr nur auswählen. Dann könnt ihr noch entscheiden, möchtet ihr eine Umrandung oder möchtet ihr keine Umrandung. Wenn das Symbol hier zum Beispiel, das ist der doppelte Laufstich, angeklickt ist, setzt euch die Software automatisch gleich noch einen Laufstich um eure Füllung. Möchtet ihr zum Beispiel aber hingegen eine Satinlinie, klickt ihr auf die Satinlinie. Ich wähle jetzt mal die einfache Musterfüllung aus, klicke auf mein Objekt und habe jetzt den normalen Füllstich in meinem Viereck. Über Zugausgleich und Stickwinkel werden wir heute auch nicht sprechen, weil es wirklich etwas komplexer ist und weil es zu viel Zeit beansprucht. Aber ihr könnt eure Objekte jederzeit ändern. Das heißt, ihr seid nicht festgelegt darauf, was die Software erkannt hat. Ich zum Beispiel digitalisiere ja meistens alles händisch. Bei manchen Objekten lohnt es sich aber für mich auch, die Funktion zu nutzen, dass bestimmte Objekte automatisch erkannt werden, um Zeit zu sparen. Ihr könnt, wie gesagt, jederzeit alles ändern und umformen. Zum Beispiel hier so ein Dreieck draus machen. Und diverse andere kleine Spielereien. Wenn ihr sagt, euch gefällt die Musterfüllung jetzt nicht und ihr möchtet eine andere Standardmusterfüllung haben, könnt ihr euch das Ganze auch jederzeit ändern. Klickt auf die Einstellungen. Hier ist jetzt die Musterfüllung 3, der sogenannte Tatami Stitch, ausgewählt. Ich suche jetzt mal einen anderen für euch raus. Nehmen wir mal die Striche hier. Und ihr seht, so einfach habt ihr die Musterfüllung geändert. Ihr habt nicht nur Standardmusterfüllung und Standardumrandungen, ihr habt ganz, ganz viele verschiedene Fülltypen oder Musterfüllungen. Wir machen mal weiter mit dem Motivfüll, also mit den Motivfüllungen. Wie sieht das Ganze aus? Ihr könnt euch das vorstellen. Ich färbe das Ganze auch gleich mal anders ein. Wir nehmen mal jetzt hier den Kreis und ihr seht, die Motivfüllung beinhaltet Sterne. Jetzt sage ich aber, ich möchte mein Motiv nicht mit Sternen füllen, also den Kreis. Im Prinzip könnten wir jetzt daraus eine Christbaumkugel erstellen, wenn wir noch ein paar Schritte weitergehen würden. Ich möchte jetzt aber zum Beispiel unter Einstellungen und sage, ich möchte jetzt wegen meiner
die Muschel oder einen Krebs. Oder schauen wir mal, geometrische Formen, zum Beispiel hier diese Füllung. Ich kann jetzt noch sagen, horizontal, vertikal, wie viel Prozent soll das Ganze zentriert sein? Möchte ich einen Winkel haben, kann ich auch noch einen Winkel einstellen. Könnt ihr auch natürlich alles über die Tastatur eingeben. Ihr könnt beeinflussen, wie lang, wie breit sollen die Stiche sein. Und ihr seht, ihr habt eure Motivfüllung geändert. Das ist die zweite Möglichkeit, wie ihr Objekte füllen könnt. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, ihr habt Shapefill. Und wir werden mal das Ganze auch wieder mit einer anderen Farbe erkenntlich machen. Und wir nehmen uns mal jetzt hier für den Shapefill dieses Blatt. Wir klicken jetzt auf das Blatt, eine Hälfte davon, und ihr seht, ich hole euch mal dichter ran, das Blatt ist jetzt ausgefüllt mit Spirallinien. Kann jetzt sagen, wir schauen mal, was sich so noch anbieten lässt. Ich könnte jetzt meine ganze Sache mit einer anderen Form füllen. Könnt jetzt sagen, anstatt dem Trapez nehmen wir jetzt hier die Blume. Und ich kann auch noch mit der Stickdichte spielen und kann sagen, ich möchte das Ganze dichter haben. Zum Beispiel. Und ihr seht, ich bekomme einen ganz anderen Effekt. Kann jetzt natürlich aber auch sagen, ich gehe jetzt auf Radialfill. Ändere jetzt nochmal absichtlich die Farbe auf. Schauen wir mal, was wir finden. Und damit euch der Kontrast natürlich sichtbar wird und ihr die Unterschiede erkennt, kann jetzt natürlich auch sagen, wir machen das Ganze mit einem Radialfill. Sieht so ähnlich aus. Aber ihr seht schon, ihr erkennt einen Unterschied. Das sind so Spielereien, da müsst ihr gucken, was brauche ich für mein Projekt, wie dicht kann ich das Ganze sticken lassen, welche Motive machen wie gefüllt Sinn. Das ist immer ein bisschen experimentierfreudig. Ihr könnt auch sagen, ihr möchtet da noch einen Rahmen rum haben. Können wir gleich nochmal machen. Wir schauen mal, was ihr beim Radialfill noch einstellen könnt. Und ihr könnt alle Formen und Varianten verändern. Also ihr seid nicht darauf fokussiert, das, was die Software erkannt hat oder was ihr umrandet habt. Ihr könnt alles in die Richtung ziehen und schieben, wie ihr das braucht. Hier zum Beispiel können wir jetzt sagen, ich möchte das Ganze. Schauen wir mal, was passiert. Und ihr seht, das Ganze ist schon sehr dicht, aber immer noch so, dass ein paar Lücken entstehen. Kann jetzt natürlich auch sagen, wir ändern das Ganze wieder unter Properties und gehen jetzt mal mit der Stickdichte ganz weit raus und wir haben nur eine leichte Füllung. Das sind so Spielereien, die Spaß machen und man am Anfang sich ein bisschen rantasten muss, wie kriege ich dann die Objekte gefüllt, wenn ich sie dann komplett füllen möchte. Wir können natürlich auch sagen, wir können mit der Spiralfüllung ganz ausgefallene Sachen machen. Und jetzt nehmen wir mal ein schönes Rot und widmen uns dem Herzen und möchte sagen, ich möchte jetzt mein Herz ausgefüllt. Und ihr seht hier, mit der Spiralfüllung ist das Ganze schon sehr dicht und es hat eine Dimensionalität. An der kann ich natürlich auch noch ein bisschen was machen. Ich kann mit der Stickdichte spielen und kann sagen, ich möchte das Ganze weniger dicht oder ich möchte das Ganze ganz dicht. Und ihr seht, hier haben wir nur eine leichte Füllung.
Kann natürlich auch sagen, wir kombinieren wieder einige Füllungen miteinander. Zum Beispiel können wir dann nochmal sagen, okay, gib mir jetzt hier nochmal einen normalen Füllstich. Halt. Das ist das Typische, wenn man nicht aufpasst, was man anklickt. Ich möchte ja das jetzt behalten und möchte außenrum die Form. Also nehmen wir dieses Symbol hier und klicken das äußere Herz an, so dass ihr seht. Jetzt könnte ich hier auch sagen, ich ändere nochmal die Füllung und suche mir hier was zum Beispiel mit Herzen oder mit Linien raus. Ist immer ganz interessant, welche Effekte sich da meistens ergeben. Manchmal hat man einen Effekt ausgewählt, wo man glaubt, das passt zusammen, stieg das ganze Probe und stellt so fest, passt nicht wirklich. Da muss man halt nochmal ans Reißbrett. Und ihr seht, hier haben wir jetzt das Herz mit einem anderen Herzen. Wir können jetzt die Spiralfüllung noch etwas dichter setzen. Und haben jetzt hier zum Beispiel etwas völlig Neues kreiert. Ihr könnt natürlich mit der Software auch Lace-Dateien erstellen. Ist ein bisschen aufwendiger, kann man aber ganz, ganz viel mitmachen. Macht auch irrsinnig viel Spaß. Ich nehme jetzt mal die Farben hier alle raus. Und ich zeige euch jetzt mit einer anderen Farbe. Nehmen wir mal. Peach. Gehen wir dann mal auf Crosshatch oder Curved Crosshatch Fill. Das sind so die typischen Füllmuster für Lace-Dateien. Und wir klicken jetzt mal hier auf das Viereck und ihr seht, wir haben das Curved. Also es Curved Fill, Curved Cross Hatch Fill und wir können hier jetzt noch ein wenig mit den Winkeln spielen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, halt, muss ich natürlich das Ganze anklicken, hier mit den Pfeilen kann ich das Ganze jetzt beeinflussen und kann sagen, ich möchte das Ganze mehr oder weniger gebogen in die eine oder andere Richtung. Wenn man Lace stickt, kann man oder sollte man auch darauf achten, dass man das Ganze so stickt, dass das Ganze später etwas stabiler wird, je nachdem, was man als Projekt plant. Zum Beispiel kann man sich ja auch Spitze sticken, die man später appliziert oder aufnäht. Und wir können das Ganze natürlich auch von der Stickdichte beeinflussen. Wir können sagen, wir möchten das in Diamantenform, wir möchten es quadratisch, wir möchten es parallel, wir möchten das im Winkel, wir können beeinflussen, wie viel Platz soll dazwischen sein. Zum Beispiel möchte ich jetzt hier ganz, ganz wenig Platz dazwischen. Desto fester und kompakter wird die Lace-Datei. Und ich sage jetzt, das Ganze möchte ich aber mit 2,8 mm Double Stitch oder Running Stitch gestickt haben. Dann passiert jetzt hier Folgendes. Wir haben eine sehr dichte, feste, kompakte Fläche. Ich kann aber auch noch natürlich sagen, ich möchte hier anstatt dem Stitch eine Motivlinie. Dann kann ich hier auch sagen, hey liebe Software, ich möchte jetzt eine geometrische Form oder ich möchte Seasonal, nehmen wir mal. Hier ist mir jetzt zu weihnachtlich. Bean Stitches ist es auch nicht. Candle Wicking, Chenille Style, Flower and Leaves. Gehen wir mal in die Frühlingsrichtung. Haben wir wahrscheinlich ein bisschen mehr davon. Und jetzt müsst ihr halt schauen. Sieht ein bisschen wüst aus. Da müsst ihr wieder mit den Einstellungen spielen. Und schauen, wie viel Prozent
die Größen dazwischen, also die Größe zwischen oder die Länge zwischen den Stichen, die Stichlänge könnt ihr einstellen. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also es erfordert ein bisschen Zeit. Erwartet nicht, dass es sofort funktioniert. Ihr seht, manche Projekte funktionieren bei mir auch nicht wirklich sofort. Aber ich lasse sowas für euch drin, um euch zu zeigen, es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Ihr habt auch die Möglichkeit, ihr könnt mit Stippling-Stitchen spielen, also Stichen. Entschuldigt, wenn ich immer zwischen Deutsch und Englisch her umswitche, hin und her jongliere, weil ich mittlerweile die englischen Begriffe eigentlich relativ gut gewohnt bin, weil ich auch viel englische Literatur lese. Und mir der Umstieg zu den deutschen Begriffen manchmal schwerfällt. jetzt haben wir hier die Stiche. Seht ihr, jetzt geht es bei mir auch los. Und ihr könntet zum Beispiel eure Rahmen jetzt gestalten für die Füllmuster beim Quilten. Man müsste natürlich auch das Objekt auswählen. Dann könnte man jetzt hier sehen, dass man eine Schlängellinie hat, kann man aber einstellen unter halt Einstellungen, also Properties, und sagen, ich möchte meine Stiche bei 2 mm zum Beispiel und ich möchte sie nicht gerade, ich möchte sie gebogen. Dann kriege ich jetzt natürlich hier eine ausgefüllte Linie. Natürlich kann ich auch Multiwave oder Echofill machen. Es gibt halt wirklich interessante Effekte. Damit müsst ihr euch dann aber wirklich explizit befassen und schauen, wie funktioniert das Ganze. Es gibt Funktionen, die nutze ich äußerst selten. Es gibt Funktionen, die nutze ich äußerst gerne. Aber da hat jeder, der digitalisiert, so seine Vorlieben. Und ihr werdet ein paar Tage brauchen, um mit der Software vertraut zu werden. Habt ihr euch aber erstmal daran gewöhnt, wisst ihr, wo ihr welche Funktion findet und ihr habt einen schnellen Einstieg, wenn ihr dann eure ersten Projekte selber digitalisiert habt mit der Software. Wir werden nochmal die Farbe ändern. Nehmen wir mal diese hier. Und wir werden mal, was habe ich denn jetzt? Multiwave, also die multifunktionale Welle sozusagen. Jetzt gehen wir mal nochmal auf das Blatt und ihr seht, ich habe hier meine Wellenlinien. Auch hier kann ich wieder sagen, wie dicht und wie kompakt ich das Ganze möchte oder wie nicht dicht und kompakt ich das Ganze haben möchte. Ich kann das Ganze auch wieder mit Motiven füllen, mit Sternen, mit Schmetterlingen, was auch immer. Da ist dann wieder eure Fantasie keiner Grenze gesetzt. Und kann sagen, ich möchte jetzt meine Stickdichte bei 2. In der Software ist es generell so, je geringer die Zahl, desto höher ist die Stichdichte. Und je höher die Zahl, desto locker und leichter ist euer Stickbild. Das ist für einige, die umsteigen auf die Software, etwas verwirrend, weil das in den anderen Softwaren anders ist. Weil da ist es meistens so, je höher die Zahl, desto dichter. Und hier ist es genau umgedreht. Je kleiner die Zahl, desto dichter ist eure Stichdichte. Und ihr seht, ihr habt hier eine sehr kompakte Fläche. Was natürlich jetzt passieren kann, wenn es gestickt wird, dass sich das Ganze verzieht, je nach Material. Deswegen müsst ihr noch mit Zugausgleich und Stickwinkel arbeiten. Wenn ihr mit mehreren Farben übereinander arbeitet, kommt ihr nicht umher und müsst sowieso mit dem Zugausgleich ein wenig spielen. Aber ihr seht schon, ihr könnt ganz interessante Effekte erzielen. Wir können jetzt zum Beispiel auch noch mal sagen, ich fülle mir jetzt das Herz hier mit einem leichten Füllstich. Kann sagen, kopiere mir das Ganze noch mal. Erstmal machen wir nochmal einen Farbwechsel. Nehmen wir mal Lila. Jetzt kann ich mir das Ganze kopieren und kann sagen,
Copy. Und ne? Paste. Und kann jetzt aber sagen, ich möchte hier mit den Einstellungen noch spielen und möchte wegen meiner noch eine 5er Fülldichte, beziehungsweise wir können sie auch mal erhöhen. Eigenschaften. Gehen wir mal etwas höher auf 25. Also es ergeben sich unterschiedliche Effekte, ihr seht das. Und jetzt können wir hier mehrere Füllstiche derselben Art nebeneinander setzen und erhalten dann auch wieder ein völlig anderes Motiv und eine komplett neue Füllung. Also gebt euch wirklich Zeit, probiert es aus. Hier der Echo Fill zum Beispiel. Das ist auch sehr interessant. Gehen wir mal auf Blau. Na gut, das ist nicht blau, ist lila. Und dann gehen wir mal auf eine Satinlinie. Und ich sage jetzt, ich möchte meinen Kreis gefüllt. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, sieht aus wie eine Zielscheibe. Manche wollen das so. Also ihr müsst da wirklich gucken, was digitalisiert ihr und wo soll die Reise hingehen. Und traut euch das Ganze auch mal Probe zu stecken, ganz wichtig, um zu sehen, was habe ich da jetzt eigentlich fabriziert. Ich kann jetzt sagen, zum Beispiel beim Echo Fill mit Satinlinie, ich möchte innere Linien, äußere Linien, ich möchte innere und äußere Linien. Jetzt gefällt mir aber die Zielscheibe nicht und ich sage, ich möchte das Ganze mit einem Triple Stitch. Ich möchte das Ganze eckiger, obwohl wir haben eine Rundung. Also würde ich doch lieber auf die Rundung gehen. Und ich würde jetzt die, nicht die, doch die Stichdicht, also die, das Spacing, wie heißt es auf Deutsch? Ihr seht, also wenn man die ganze Zeit mit Englisch arbeitet, ist es schwierig, die deutschen Begrifflichkeiten dafür zu finden. Ja, also manchmal ist man wie vom Kopf geschlagen. Spacing. Also heute ist echt schlimm. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also der Abstand, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Den setze ich jetzt auf 2. Und ihr seht, ich habe schon eine relativ kompakte Fläche wieder. Und kann sagen, es gefällt mir jetzt immer noch nicht. Properties. Und möchte innere und äußere Linien. Und dann seht ihr, was passiert. Also da sind eurer Fantasie später im Digitalisierungsprozess keinerlei Grenzen gesetzt. Ihr könnt dann das Ganze noch mit Embossing-Linien versehen. Das Ganze mehr Struktur strukturiert aussehen lassen und mehr Struktur verpassen. Ihr könnt mehrere Lagen übereinander legen. Traut euch einfach zu, ein bisschen mit der Software zu experimentieren. Das ist es jetzt erstmal zum Thema Füllung und Füllstiche und Füllmuster. Da gibt es eine ganze Menge. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, bucht einen Kurs bei Holger. Und wir werden irgendwann vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter auf das Ganze eingehen. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick erstmal geholfen und gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut und seid schön kreativ. Bis bald.